Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal wieder ein etwas besonderes Auto dar. Habe ich ja irgendwie zu meiner Aufgabe gemacht, euch Autos vorzustellen von Leuten, wo ich der Meinung bin, dass dort so viel Leidenschaft und Liebe in den Autos steckt, dass wir auf jeden Fall unsere Reichweite weitergeben. Und genau deswegen sind wir heute bei Christian. Mahlzeit. Im tiefsten Osten. Tiefsten Osten nicht, eigentlich ist ja fast Mitte von Deutschland hier. Ne? So tief sind wir ja gar nicht drin eigentlich. Das ist schön. Wir sind in der Dessauer Nähe. Ich glaube, das ist die größte Stadt hier in der Nähe. Wittenberg. Und Christian hatte mich angeschrieben per E-Mail und hat gesagt, hier, ich habe hier ein schönes Auto. Genau. Dachte ich mir erstmal so, okay, guckst du mal. Hab dann geguckt, konnte es erst gar nicht glauben, was ich gesehen habe. Hab mir dann den Text so dazu gelesen und da waren da so ein paar Sachen, die jeder, der wirklich selber Autoschrauber ist, weiß, dass man die einfach nicht übers Wochenende baut. Genau. Sondern dass da halt schon ein paar Jahre drinstecken, bis das dann wirklich so ist. Ich sag gleich vorab, es wird nicht jedermanns Geschmack sein. Ist auch das erste Mal, dass wir so ein Fahrzeug bei uns auf dem Channel haben. Aber zieht es euch auf jeden Fall rein, weil die Arbeit dahinter ist wirklich, die lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Ich freue mich. So, also, pack mal aus. Ich habe selber noch gar nicht gesehen, okay. Wollte ich auch gar nicht sehen. Dann verraten wir euch, was es hier ist. Du kannst früh mitmachen. Mach ab da. Ab da. Witzigerweise ist, wir fangen mal gleich ganz am Anfang an. Wir haben neulich noch gerade, ich hoffe, das Video war schon online, aber gerade so noch so über diese Lederzeiten gesprochen. Mit Bra und dann im Motorraum so ein bisschen genau. Und so weiter. Christian, erzähl mal. Das ist tatsächlich die erste Rennpappe, die wir hier bei uns auf dem Channel haben. Das ist schön, das freut mich. Aber ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Also ja. Das Erste, was schon mal geil ist, was ich gleich einfach mal fragen muss, ist das dieses Lamborghini-Gelb? Nein. Aber ist ähnlich, ne? Das wird oft verwechselt, aber das ist das Renault Spider-Gelb. Weil ich wollte immer für mein Lambo die Bremssättel. Mhm. Das eins der wenigen Teile, was ich mal nicht Pulver beschichten lassen habe. Ich bin sonst immer so ein Pulver-Fan, weil das so schön pflegeleicht ist. Aber diesen Gelbfarbton, den habe ich damals wirklich lackieren lassen. Das weil das auch so ein extrem changierendes. Wobei es ist ein bisschen hellgelber. Ich glaube, das Lambo-Gelb ist so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, was im Lambo-Gelb jetzt noch alles mit drin ist, aber hier ist ja grün, dann so bläulich. Mhm. Das ist ja... Hau mal erstmal ganz kurz ein paar Eckdaten raus. Trabi, ist klar. Baujahr 1989, einer der letzten. Mhm. 601er, also hinten schon mit Spiralfedern. 601 Kubik. Hatte nicht mehr. Hatte, also die hießen 601 Kubik. Die hießen direkt 601. Weil ich bin wirklich genau. Absoluter Trabi. Gut, weiter geht's jetzt nicht auf. Muss man dann leider noch ein bisschen aufmachen. Ja, okay, dann müssen wir am Ende nochmal rein. Genau. Zweitakt-Power noch, ne? Genau, das ist richtig. Wenn ich diese eingewickelte Birne da sehe, krieg ich schon wieder doofe Gedanken. Ja, die ist auch direkt auf dem Prüfstand berechnet worden, auf dem Motor. Mhm. Dann großen 30 mm Flachschiebervergaser. Wir kommen zum Motor, kommen wir später. Lass uns erstmal so erstmal das Gesamte ein bisschen begutachten. Baujahr 89? Baujahr 89. Ich habe gerade schon so eine kleine Story gehört. Ich versuche das dann immer flach zu halten, damit wir die Story gleich nochmal genauso geil wieder hinbekommen. Wann hast du dieses Auto das erste Mal hier hinten gehabt? Anfang 2000. Anfang 2000. So, das heißt, wir reden von 21 Jahren. Mhm. Das ist schon... Den habe ich dann bis 2014, habe ich ihn dann halt eben mehrmals umgebaut. Wie alt warst du 2000, Maxi? 2000 war ich 6. Da sieht man mal, wie lange das dann doch schon so ist. Weil 2000, finde ich, klingt immer gar nicht so lange her. Na, aber wenn man jetzt guckt, wir haben 21, fast genau. 22. Das ist schon ein bisschen Zeit. Okay, wie war das? Da war das Auto also 11 Jahre alt. Genau. 11 Jahre ist ja eigentlich gar nicht so ein Alter für so ein Auto. Konnte man damals 2000 solche Autos noch einfach bekommen oder war das auch schon so einen 601 Trabant zu kriegen auch schon schwieriger? Nee, die kriegst du ja überall. Die war kein Problem. Kriegst du ja auch heute noch. Okay. Kriegst ja heute noch überall, aber die Preise sind halt eben extrem gestiegen, jetzt aktuell. Jetzt muss ich als allererstes mal fragen, man sagt da ja immer Rennpappe zu. Mhm. Ist an dem Auto auch noch irgendwas aus Kunststoff? Alles original. Okay. Also ist alles original, dieses Duroblast. Es ist tatsächlich immer noch. Wirklich immer noch die originalen Kotflügel. Ja, aber alles heißt alles? Na, Motorhaube, Kotflügel, Tach, Kotflügel hinten, Tür, Außenhaut und Heckklappe. Gibt es natürlich auch alle schön in Carbon zu kaufen. Achso, okay, das macht es jetzt aber natürlich noch besonderer, weil ich dachte, das, was ihr gleich seht, wäre eher in Blecharbeit so alles gemacht. Nein. Also außen ist immer noch alles Pappe. Also Duroblast, gepresste Baumwolle. Aber innen drinnen natürlich ist alles Metall. Die ganzen Radhausschalen, alles, das ist ja alles. Ja, ich bin bei Thematik Trabi wirklich, muss ich ehrlich sagen, raus. Bisher habe ich jetzt angefangen, so ein bisschen damit zu beschäftigen. Also ich hatte mal einen Mitarbeiter, der ist jeden Tag mit seinem Trabi vom Hof gefahren. Damals hat es mich aber noch so gar nicht gejuckt. Und jetzt der Christian, der Lackierer, wo ich jetzt oft was lackieren lassen habe, kommt aus Irksleben. Der hat tatsächlich auch so eine Rennpappe. Und damals schon so ein paar Mal drüber gesprochen. Aber dass das so radikal
Außenhaut. Aber das heißt hier so Bodenblech und sowas ist aber schon Metall. Alles Metall. Alles Metall. Ja. Halt, der hat einen ganz normalen Rahmen, so wie du es kennst von jedem Auto. Ja. Und halt nur die Anbauteile, das war aus Duroblast. Sowas hier auch? Das ist alles Metall. Okay, ach, das heißt, das ist hier irgendwo angesetzt dann. Weil der hat original, kann ich dir hier mal den Modellauto mal zeigen, original hat er hier Zierleisten oben drauf. Mhm. Und unter den Zierleisten sind die Verschraubungen, so wie das jetzt hier. Genau, von vorne sieht man es gut. Und das habe ich, das ist alles weg. Okay, verstehe. Das heißt, das ist richtig so rangesetzt. Das dran gesetzt und dann hast du deine Spackschrauben gehabt und darüber war dann die Zierleiste. Das heißt, weil du gerade Carbon sagtest, dann wäre das ja theoretisch die optimale Basis, um so ein Vollcarbon-Trabi zu bauen, theoretisch. Gibt's. Also hier die ganzen Renntrappis und alles, die fahren wirklich alles in lackierten Vollcarbon. Geil. Hier ist aber wirklich klassisches Tuning aus den 2000ern. Genau. Weil ich denke mal, so in den 90ern fing das so schon an. Ich persönlich finde es bis heute schade, dass sowas heute nicht mehr gemacht wird, weil das war definitiv damals noch ein Tuning, was ja schon in gewisser Weise legal war. So, man denkt sich heute immer so, boah, an dem Auto rumschneiden, den breiter machen und so weiter, kann ja niemals legal sein, aber es war ja damals schon irgendwie gang und gäbe, das einfach so zu machen, weil es war halt brutal viel Arbeit und jeder, der sich die Arbeit gemacht hat, hat das auch immer so vernünftig gemacht, dass man es am Ende immer irgendwie eingetragen bekommt oder so, ne? Ja, und damals war es ja noch nicht so schlimm wie jetzt. Ja, aber ich glaube einfach, die Leute sind heutzutage auch zu scheu. Also A, müssen sie es erstmal können. Ich denke mal eher so die alten Hasen, die halt damals Lust hatten, sich mit sowas zu beschäftigen. Die können das natürlich noch. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden in dieses Auto wahrscheinlich reingegangen sind. Das ist... Kann man ja nicht erzählen. Also Auto 2000, dann erste Umbauphase. Genau. Normal mit... Ha, hier, siehst du. Da war aber noch orange. Da hatte auch schon diese Effektlack. War noch ein Alus orange damit. Geil. Austin Furious. Das war so diese erste Bauphase. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich das so sehe, das war für mich, als ich groß geworden bin, war das so Tuning. Das heißt, einmal radikal alles an der Karosse verändern, was man verändern konnte. Ich weiß noch, die damals, wo ich noch nicht mal einen Führerschein hatte, als ich da so in der VW-Szene geguckt habe, da war gerade einer, der hatte den allerersten Golf 4 genommen und hatte am Golf 4 noch hinten so die Radläufe eingestimmt und das so im Blech verbreitert und rausgezogen. Ne? Wo man sich so gesagt hat, Alter, so einen Neuwagen zu nehmen und den breiter zu machen. Aber das war halt so das Tuning. Das heißt, das, was für heute für die Leute schon viel ist, mit Tieferlegen und Felgen, war ja damals eigentlich nur der Abschluss. Das war eigentlich Standard. Genau, weil alles andere drumherum halt so viel mehr Action war. Ne? Also das 13 oder 12? Das sind 13. Krass. Vorne ist eine 8x13 und hinten ist eine 8,5x13. Ich weiß noch, ja. Diese Schmidt-TH-Line, das waren damals die Felgen, die als erstes diese Edelstahlbetten hatten. Ne? Richtig, und die sind noch, das ist aus der allerersten Baureihe, also dieses 95 oder 96 war, glaube ich, wo sie die hergestellt haben. Und die kriegst du ja so gar nicht mehr. Die hatten mal so ein Video damals gemacht, wie sie wirklich mit den Edelstahlbetten ohne Reifen gefahren. Ohne Reifen oder Bordsteinkanten gefahren. Genau, ohne Reifen gefahren, weil diese Betten so hart waren. Ich fand sie nie schön mit Edelstahlbetten, weil man sieht halt, der Edelstahlglanz ist eher mal so ein bisschen dunkler. Der ist so ein bisschen bronzefarbener. Da finde ich halt immer diesen normalen Alu-Glanz. Die sind jetzt poliert. Weil das ist ja auch Alu, das ist kein Edelstahl. Die sind ja umgebaut. Genau, das sind dann Alu, aber normale Alubetten. Es waren die Edelstahlbetten. Mhm. Genau, aber dadurch, es gab ja keine 8,5er zu kaufen. Mhm. Und somit haben wir halt andere Schüsseln außen drauf gesetzt. So fing es an. Genau. Wobei das auch, da ist ja auch schon viel umgebaut. Ne? Das heißt, das war jetzt im Jahr. Das war jetzt, glaube ich, 2004, 2005 muss das jetzt gewesen sein. So, jetzt sehen wir eine der entscheidendsten Modifikationen. Man sieht es von vorne direkt. Mhm. Das ganze Ding ist gechoppt, ne? Der ist deutlich flacher. Genau, 10 cm. 10 cm so? 10 cm ist der runter. Krass. Das heißt, Christian hat wirklich hier überall 10 cm weggeschnitten. 10 cm fehlen aus dem ganzen Dach, genau. Der hat original auch hinten diese Lüftung für den Innenraum, also das hat er wirklich Nutzen gehabt. Hier hinten kam dann die Frischluft rein und ist dann über den Himmel, hat sich das dann im Innenraum dann verteilt. Das habe ich natürlich alles gleich mal zugemacht, weil das ist alles weg, ne? Murks. Ja. Ja, man hat ja damals auch in Gewissweit schon probiert, dass die Autos ein bisschen neu, moderner aussehen. Das war ja schon so das Ziel. Ne? Und dann hat man sich natürlich an den Autos immer so orientiert. Beliebt war ja auch immer andere Türreferanten. Ne, ich hatte gar keine gehabt. Das war so das Allerkrasseste. Also der war wirklich komplett clean. Da war halt immer noch das Problem damals, man wusste immer nicht, welche Stellmotoren man dann in die Tür eigentlich reinmacht, weil sie muss ja irgendwie aufploppen. Genau. Und wenn sie halt nicht aufploppt, weil halt zum Beispiel mal wieder Motor kaputt oder zu wenig Saft auf der Batterie oder so, war halt immer Baustelle. Ne? Genau. Also eingetragen war auch eingetragen. Ach, stimmt, ja genau, mein Türhofer, das musste man ja eintragen. Damals. Genau, und das war auch eingetragen, aber die ist halt in zwei Stufen aufgesprungen. Das war damals von einer Heckklappe, war das dann der Stellmotor und der hat dann immer so Tick-Tick gemacht.
Das heißt, du hast auf Fernbedienung auf Knopf gedrückt? Genau. Dann ist die einmal kurz gesprungen und dann noch immer. Aber schon automatisch? Also automatisch, ja. Also die ist dann wirklich so weit aufgesprungen, dass du dann halt eben mit deiner Hand reingreifen konntest. Und halt eben klassisch damals die F1-Spiegel. Okay, das heißt, das Gechoppte ging verhältnismäßig einfach, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist ja Metall gewesen. Genau. Okay. Na, bis aufs Dach. Das Dach war halt eben das Schwierigste. Ach, weil das kürzer werden muss? Länger. Das wird ja länger. Stimmt, es wird ja länger. Wenn man länger tiefer, und breiter. Genau, wenn man hier mit der Schräge, wenn man natürlich hier mit der Schräge immer weiter runter wandert, genau. Oder man stellt sich vor, wenn es hier oben ist, dann ist das Dach ja hier. Genau, du brauchst quasi ein längeres Dach. Okay. Und da es ja den eigentlich auch als Kombi gab, geht ja das Dach original bis hier hinter. Aber es war ja trotzdem zu schmal. Also das heißt, du hast ein Kombi-Dach genommen und das genau. Und das sind 6 Teile. Und dann hat er mit der Ecken angefangen und dann den Rest dann aufgelängert. Ach du Kacke. Das heißt, alleine Dach, also alleine das Choppen mit Dach fertig machen und so. Und deswegen kam ja dann auch gleich das Dachfenster noch mit rein. Mhm. Reden wir wahrscheinlich alleine nur von 100 Stunden locker. Ne? Das geht ja meistens dann doch immer schnell. Ja. Das war Step 1. Dann hast du das Auto, also so war der Zustand, so hast du dann verkauft. Nee, so. So, achso, okay, dann wurde er nochmal einmal umgebaut. Dann habe ich in 2006 hab ich gesagt, das gefällt mir alles nicht mehr, ist alles nicht mehr so, wie ich das gerne haben möchte. Ich möchte jetzt edel. Das war ja Rennoptik. Ja, ja. Mit Riffelblech alles drin. Ja, ja. Überall Riffelblech, das war ja damals so. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte komplett edel. Ich werde nie vergessen. An meinem Roller hatte ich auch Riffelblech. Heute kann man drüber lachen, aber es war ja tatsächlich so, man hat sich damals wirklich diese 3 mm Alu-Riffelblechplatten in den Fußraum gelegt. Ne? Genau, damit es auch, rennmäßig ist, aber eigentlich ist es Tonne schwer und das Gegenteil von Rennsport. So, ne? Da war jeder normale. Und sobald du feuchte Füße hattest, also war es wie, wie Schmierseife. Aber sah geil aus. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich ihn auf edel machen. Richtig edel. Dann habe ich mit meinem Sattler gesprochen, kriege ich mal irgendwas hin. Ich habe da 2-3 Designs im Kopf. Und es muss aber auch, ihr Gesamtkonzept muss das sein. Ich sage, ich möchte nicht bloß Sitze und Türpappen, ich möchte einmal alles. Full House. Verstehe. Und dann auch passend dazu außenrum umlackiert. Genau, die Farbe habe ich damals in Berlin auf dem Treffen gesehen, war von der Honda, der hat da oben Permut-Weiß und unten dieses Gelb. Und da habe ich gesagt, was ist das für eine Farbe? Da hat er erst ein bisschen rumgetrickst und abends im Bierzelt habe ich ihn dann nochmal getroffen. Ich sage, Mensch, ich sage dir dein Honda, ich sage, was hast du denn da für eine Farbe drauf? Ja, das ist das Renault Spider-Gelb. Der wollte erst nicht verraten. Nee, gar nicht, gar nicht. Deswegen lieber abends gedacht, ein bisschen bei 2-3 Bier nochmal nachfragen. Ja, das und ja daraufhin so. Hat dann mein Schulfreund und Lackierer meine Heckklappe, die ich noch liegen hatte, als Farbmuster genommen. Die habe ich jetzt immer noch. Und dann habe ich gesagt, genau das ist er. Die Farbe möchte ich definitiv haben. Krass. Und dann haben wir hingesetzt mit dem Sattler. Dann hat er soweit alles gemacht. Hinten das Soundboard, Türen, Sitze, Lenkrad. Und dann kam halt eben der Spleen immer mehr. Dann habe ich gesagt, ich will, wie du mit deinem Carbon. Ich gesagt, ich möchte mehr. Dann mehr. Einmal alles. Dann zwischenzeitlich aber Auto wegverkauft. Genau, dann habe ich noch einmal umgebaut auf originales Heck wieder. Also so, dass er mit Stoßstangen, der hat ja vorher hinten keine Stoßstangen gehabt. Dann habe ich die ganz alten Stoßstangen, weil das war damals eine dreiteilige Stoßstange. Und die habe ich gesagt, das möchte ich auch alles nicht mehr. Das heißt, so war es? So war es, genau. Mit die Fiat Brava Rückleuchten, ohne Stoßstange hinten. Ohne alles, also schon so richtig clean und modern. Genau. So, und dann habe ich gesagt, jetzt kurz dann alles raus. Reißen wir alles hinten raus. Das war dann aber wiederum aus Metall. Das ist alles Metall, genau. Das heißt, selbst da wurde das Seitenteil auch nur so rübergestulpt eigentlich, ne? Das spannst du so rein am Kotflügel und wird dann halt eben verpunktet. Und unten dann halt eben an der Bodengruppe auch dann nochmal verpunktet. Ja, ja. Nee, ich meinte das eigentliche Seitenteil an das, weil das wird dann oben drauf gelegt und halt eben dann wieder mit deinen Spackschrauben. Ja, das wurde echt geschraubt so? Das war nur mit Spackschrauben fest. Das heißt, man konnte das richtig einfach abnehmen. Genau, deine Schrauben alle runternehmen, dann konntest du den Kotflügel ganz normal. So, das war halt eben das originale Trabantblech, das haben wir dann noch gekriegt. Gab es sowas noch zu kaufen? Kriegst du immer noch zu kaufen. Echt? Ja. Aber mittlerweile ist es Repro aus Ungarn. Okay. Also original. Aber das ist jetzt noch original aus Zwickau gewesen. So, und dann fing es an, dann habe ich mich über einen Bekannten die alten originalen Stoßstangen besorgen lassen. Weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich hinten wieder mit Stoßstangen. Und durch die Breite ging das natürlich nicht. Das ist ein Punkt, wo wir gleich noch drauf kommen müssen. Natürlich ist dieses Fahrzeug auch verbreitert. Aber erstmal gehen wir dann haben wir natürlich dann alles angepasst, die ganzen Löcher alles zu. Dann habe ich gesagt, naja, die Lampenringe haben unten eine Verstellung. Möchte ich nicht, die werden gleich mitgecleant. Alles zu. Und dann alles zu. Und einmal lang. So, und dann einmal komplett bis aufs Dach hat er halt eben nochmal eine komplette Dusche gekriegt. Das heißt, da sind auch schon so ein paar Schichten Lack drauf mittlerweile. Ja. So, und da fing dann der Lederwahnsinn dann richtig an. Ach, guck mal hier, so mit Tank bezogen. Tank, ja, weil der ist, sieht man auch von unten, das ist der Wischermotor, genau, der ist auch bezogen. Damit es nicht kalt wird im Winter. Dann einen Catch-Tank selber gebaut, aber da können wir ja wegen der Technik. Da redet dann noch immer. Ja, Umbau auf Scheibenbremsanlage vom 1er Golf GTI. Original hatte der Trommel vorne hinten? Genau. Hinten ist jetzt noch Trommel,
Ja, ich habe dafür das bessere Fahren. Ja, ja. Ich hatte vorher alles Plexiglas, also das hier war alles noch Plexiglas. Hm. Und dann hat der TÜV-Mann aber gesagt, mache ich nicht mehr, ich gebe das nicht mehr frei. Also selbst die vordere war Plexi? Ja. Aber ab Werk war Glas rundum? Ja, ne, aber durch das Geschoppte kriegst du ja nicht. Durch das Geschoppte passt ja nicht mehr, ne? Genau. Mhm. Und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr nach einer Glaserei gesucht. Und dann habe ich auch einen gefunden, die mir dann alle Scheiben dann in Echtglas. Das heißt hier, guck mal, selbst Käfig komplett selber gebaut, ne? Den genau. Bügel. Also ich habe einen vorderen Teil, den habe ich mir original gekauft vom Trabant, wegen der ganzen Biegungen alles. Und da haben wir halt eben dann die 10 cm dann halt eben auch rausgenommen. Und dann gleich halt mit Flankenschutz und... Hast du bei dem Auto einen Unterschied vom Fahren her gemerkt, wenn da so ein Bügel drin ist? Ich bin erst nur mit Bügel gefahren, also hier war erst nur ein Bügel drin. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch einen Käfig und haben das an den Bügel angesetzt. Über diese... Weil das muss ja bei so einem Auto eigentlich schon massiv sein. Das merkst du. Weil der wird ja so eine Versteifung. So weich sein sonst. Genau. So, und dann ging es dann los. Da kommen wir noch zum nächsten Teil. Da habe ich dann gesagt, jetzt machen wir auch einen Motor. Das heißt, wir reden hier tatsächlich vom Zweitakter, Zweizylinder? Genau, original 26 PS. Und ich habe aber gesagt, ich möchte halt eben eine richtige Rennblase haben, die auf dem Motor abgestimmt ist, weil original läuft der ja unten lang. Und weil der halt eben ein bisschen tiefer ist als normal, hatte ich permanent Bodenkontakt gehabt. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht, das ist auch nicht gut. Ich möchte den Auspuff anders langlegen. Und dann habe ich die Zylinder und die Golben getauscht, also gedreht. Ah, normalerweise Auslass nach vorne komplett. Genau, Auslass ist eigentlich immer nach vorne. Und dann halt eben runter zur Straße und dann habe ich gesagt, nee, das ist. Somit kann ich ihn halt eben dann noch ein bisschen tiefer nehmen. Krass. Und dann ist mir aber ein Fehler passiert. Wenn du die Zylinder tauscht, habe ich erst die Golben so reingebaut. Kannst du aber nicht, wegen dem Kreuzschnitt musst du natürlich die Golben mitdrehen. Mitdrehen, ja. Aber Gott sei Dank lief er ja noch nicht. Hat es einen Grund, warum eine Birne auf beide Zylinder? Oder weil es einfach einfacher zu bauen war? Oder weil es optisch cooler war? Nee, ich wollte das so. Wolltest du so eine zu? Ich hätte pro Zylinder eine Birne haben können, aber dann wäre der Motorraum so voll gewesen. Geil. Und das habe ich gesagt, dass der Optik ist ja dann doch ein bisschen... So, das war 2013, 2014 und danach hast du dann verkauft? 2014 habe ich ihn dann verkauft, weil er ja dann für mich dann auch zu schade war zum Fahren. Mhm. Die letzten Jahre war er dann halt eben in manchen Worten dann als... Trailer Queen genannt, weil ich dann halt eben wirklich nur noch auf der Treffen mit dem Anhänger gefahren bin. Und dann habe ich gesagt, ach, dann ist er eigentlich auch zu schade zum Fahren und dann kann er weg. Ja. Hast du dich dann tatsächlich nach so mit 15 Jahren nach von dem Auto getrennt, oder? Schweren Herzen, ja. Also es war wirklich, ich habe mich zwar schnell getröstet, aber darf man fragen, wie solche Autos da gehandelt wurden, was es da so an Geld noch so für gab? Fünfstellig. Mhm. Was für ein Trabi ja dann schon. Also das Wertgutachten liegt jetzt bei 40.000. Mhm. Würdest du es nochmal machen? Niemals. Okay, das war jetzt mal eine ganz andere Antwort. Niemals. Das kam jetzt auch wie aus der Pistole geschossen. Niemals, weil dich das Gesamtobjekt so nicht mehr reizt oder wegen der Arbeit oder weswegen? Die Faszination. So ein Auto gibt es nicht nochmal. Wie in der VHG-Gruppe siehst du ja 1er Golf, ja. Ja, Audi, ja. Sieht man halt im Jahr cool, der hat auch meine Felgen drauf. Oder ja, oder klar, das ist halt immer diese Widerspiegelung. Ja. Und das hast du halt bei diesen Autos nicht. Nee, aber warum würdest du es nicht nochmal bauen? Wegen dem Aufwand? Weil so nee, ich würde den nicht nochmal verkaufen. Ach so, du würdest nie wieder verkaufen. Nein. So, okay, also, habe ich gerade falsch verstanden. Okay. Nee, du würdest niemals wieder hergeben. Und also einmal mache ich ihn jetzt nochmal. Ja. Weil der hat ja jetzt über die ganzen Jahre jetzt Ecken und Kanten, wo man sagt, Aber das ist immer noch der Lack wie 2013, 2014 für den Anbau. Ja. Und dafür sieht er eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe gesagt, ich mache ihn jetzt noch einmal, wenn mein Sohnemann soweit ist, als Vater-Sohn-Projekt. Ja, ja. Und dann hat er dann ein schönes Auto. Und kannst du schon verraten, welche Farbe? Nee, dieselbe bleibt. Also das bleibt alles. Ja. Ich habe gesagt, das Auto bleibt immer in dem Farbton. Bloß sieht halt auch noch. Also ich finde es irgendwie auch geil. Ich finde das mega, in der Sonne ist das sowas von brutal. Weil, also das ist auch wieder so ein Auto, wenn der jetzt als Beispiel einfach nur weiß oder schwarz wäre. Glaube ich, wird das Ding nicht so... Das wirkt dann nicht so. Genau, als Gesamtpaket nicht so aussehen. Ja, okay, hier ist er drin. Genau, also umgebaut ist alles. Mhm. Der hat serienmäßig, hat er da hinten links in der Ecke einen Tank. Mhm. Dann da, wo jetzt die Birne liegt, ist die Heizung. Mhm. Und hier war die Batterie. Mhm. Und das ist alles raus. Alles weg. Alles weg. Auf dem Radkasten waren die Zündspulen, das Steuergerät. Hier war Wischwasserbehälter. Ja, Wischwasserbehälter und dann die Hupe. Ja. Und alles weg.
reingebaut kam jetzt nur ein Catch-Tank. Das ist eigentlich so bekloppt, dass man so sich den Aufwand immer macht, nur damit halt es einfach clean ist. Oder? Genau. Also für mich ist es jetzt noch nicht clean genug, aber... Das heißt, du würdest so ein paar Blechüberlappungen und sowas auch noch gerne bekommen? Die ganzen Sicken, alles ja. zu. Das an der Seite, das ist schon mein Plan. Das, mein Bekannter aus Dresden hat da schon die ganzen Formen, hat er bei sich gemacht. Der hat hier die ganzen Formen alles weggemacht, dass das wirklich richtig glatt ist. Da bin ich mittlerweile so weit, ich würde es genau so machen. Diese Stanzen. Ja, ich finde es mittlerweile so, ich finde das auch geil, wenn es glatt ist, aber es muss immer noch nach einem Autoblech aussehen. Okay. Weißt du, so, weil man findet ja an einem Auto nie ein komplett gerades Blech, weil das wegen Stabilität halt immer so ein paar Vertiefungen hat. Ne? Deswegen, da finde ich, ist das so schon geil. Ja, und dann halt eben auch alles gepulvert. Und ich kann sie ja mal richtig aufmachen. Dann halt eben auch alles in diesem Grauton wie das Leder. Da bin ich mit dem Leder, bin ich dann zu der Pulverbeschichtungsfirma gegangen und habe gesagt, hier in diesem Lederton möchte ich halt eben alles gepulvert haben. So, und der Motor hat 600 Kubik, 601. Nicht mehr. Ah, der also ist komplett gemacht auf dem Zylinder, genau, volles Programm. Golm, Zylinder, Vergaser, Kurbelwelle, Schwungrad. Die Haube ist ja wirklich nur. Ja, die hängt da hinten nur an den beiden Schrauben. Das ist wirklich nur. Dafür ist aber dann doch für das Material gut schwer, finde ich so. Ne? Naja gut, du hast ja hier noch den Metallrahmen. Also eine Versteifung muss ich haben. Hubraum jetzt? Kann ich dir nicht sagen. Weiß man nicht so genau. Ich hatte nur auf der Rolle gehabt, wo wir die Auspuffanlage berechnet haben. Und da hat er ein bisschen über 40 gehabt. Aber dann von diesen originalen 26 auf 40 fährt sich dann natürlich schon. Ist schon. Der hat ja original hatte ja 24 mm Durchlass vom Vergaser her und jetzt bin ich bei 30. Krass ist halt hier. Die Blattfeder für die Vorderachse. Einfach mal so mitten quer durch den Motorraum. Die ist auch vom Schmied komplett gewalzt, dass du halt eben richtig ordentlich tief kriegst. Also jetzt mittlerweile gibt es fertige zu kaufen. Das heißt, so ein Auto kann man nicht einfach tiefer legen wie früher irgendwie mit Flex oder irgendwas? Sondern nee, da brauchst du nicht. Du brauchst halt eben wirklich deine Blattfedern dazu. Dann musst du halt eben gucken, dass die Augen auch weit genug eingerollt sind, sonst schlagen sie am Bremskraftverstärker mit an oder du kriegst den Stoß einfach nicht rein. Also auch ein bisschen mehr Action. Das alles. So, jetzt verbreitert. Vorne 6 cm. Das heißt, das ist dann so der Bereich, wo man das genau sieht. Ne? Das hier ist original. Das ist original und dann raus. Dann hat eben die Goldflügel eingeschnitten wie ein Fächer. Und dann macht man das auch ganz normal mit GFK-Matte oder wie genau. Man das? Und das ist dann auch eine 8,5? Das ist jetzt eine 8er. Eine 8er, okay. Auch alles braun komplett von unten. Also auch einmal blank gemacht, lackiert. Genau. So und hinten ist das ja noch mehr, ne? Hinten sind es 12 cm pro Seite. 12 pro Seite? 12 pro Seite. Das heißt 24 cm in Summe. Genau. Krass. Das heißt, original ist der. Okay, hier sieht man es ja auch. Das Ding steht ja. Ist wirklich gerade. Gerade, ne? Genau. Das heißt, original geht es wirklich hier plopp runter. Na, das hier ist original. Das hier ist das Originalmaß. Die Tür. Ja. So, und hinten dann das Rücklicht ist auch wieder Originalmaß. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass du es nicht einfach so in Form von einem Radlauf angesetzt hast, sondern dass es so ein bisschen das ganze Seitenteil ausgestellt ist und dann der Radlauf. Ja, viele machen Golf 1 Radläufer, dass du es halt eben einmal komplett vorne und hinten rund hast. Oder manche machen halt eben auch nur oben. Nee, ja, da finde ich es auch cool. Ich glaube, das macht das Auto auch aus, dass die Backen so erst rauskommen und dann der Radlauf. Weil der ist dann wieder relativ original belassen? Das ist alles original, genau. Ja. Also so sieht das ja auch, sieht's ja auch original aus. Ja, und dann ist er ja auch in Summe wahrscheinlich auch locker 10, 15 cm tiefer. Das kommt auch dazu, ne? Das reicht nicht. Noch mehr, ne? Das reicht nicht. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja. das originale Höhenmaß ist 14,37 und ich bin jetzt bei 12,30. Ja, mal eben 20 cm. 20 cm tiefer. Tiefer, ja. Fahrwerk und Dach. Ja. Macht sich auch beim Waschen zum Vorteil. So, jetzt kommt der letzte Punkt, Anlage muss auch rein. Ja, das ist mehr nur so just for fun. Sind die Mitfahrer hinten drin? Das ist aber wirklich, ich kann ja mal aufmachen. Das und das halt eben mit dem Farbkonzept, das habe ich so gemeint, dass du das immer wieder spiegelst. Ja, es hat irgendwie so gar nichts mehr mit, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ein Trabi original aussieht, aber es hat wirklich nicht mehr viel so gefühlt mit Trabi zu tun. Ne? Na, das Armaturenbrett ist original? Ja, ich meine jetzt so, wenn man so generell erstmal reinguckt. Ach so, ja. Es sieht deutlich, deutlich wertiger und einfach anders aus. Ne? Was ist das hier? Das ist das Original, das ist eigentlich, weil das ist dein Radlauf.
Und das ist eigentlich so eine, die originale Dämmmatte, dass es halt eben die Dröhnung von deinen Reifen oder die Reifengeräusche ein bisschen abnimmt. Witzig ist, wir haben jetzt in mehreren Videos immer so drüber gesprochen, wie man außermittig von Pedalen und Lenkrad sitzt. Ach so. Hier beim Trabi sitzt ja mal eben so, der sitzt immer so 30 cm außermittig der Pedale. Ja, krass. Aber das heißt, du fährst den jetzt gar nicht mehr? Doch. Jetzt fährst du den. Der wird jetzt im Januar wird er jetzt wieder angemeldet. Mhm. Und dann fahre ich ganz normal halt im Wieder. Das heißt sowohl... So in den Sonntagsrunden. Mhm. Mal einmal, wenn schönes Wetter ist. Genau. Damals auch manuelle Fenster drin gehabt oder irgendwann mal umgebaut auf elektrische gehabt? Nee. Weil das war ja damals auch immer so... Ja, aber, das war, aber die haben ja nie richtig funktioniert. Genau, hat immer mehr so gestockt und so weiter. Nee, das wollte ich schon immer so, alles original. So, die Gimmicks sollen auch original bleiben. Also für mich war auch wichtig, dass er seinen originalen Zweitakter drin abhält. Mhm. Weil viele bauen ja auch immer auf G40, Fahrjahr 6 und G60 und... Und das habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Dann kann ich auch einen Golf fahren. Was an dem Auto stört dich jetzt zur Sekunde noch so? Also was würdest du jetzt dann machen? Ja, es gibt halt eben noch die letzten zwei Vorbesitzer, die haben den halt eben nicht so behandelt, wie man es halt eben macht. Und das sind ein, zwei Schandflecken, die ich sage, das muss definitiv weg. Aber sonst vom Konzept her würde es schon so. Also so würde ich ihn immer wieder machen. Also immer wieder Sitze so, von außen so, Felgen so. Genau, das sind, waren sowieso schon in meiner Jugend schon immer meine Wunschfelgen. Mhm. Und deswegen habe ich auch gesagt, kommt da auch nie eine Antwort drauf. Ja, die müssen drauf bleiben. Krass. Ja, unten halt eben auch komplett alles umgebaut. Da geht fast, warte, wir müssen noch einmal die Tür zumachen. Ja, ja. Da habe ich einen Zylinder rausgemacht. Achso, jetzt müssen wir von da innen aufmachen. Von innen, weil der war ja eigentlich komplett clean. Ja. Und einer von den beiden Vorbesitzern hat natürlich da drüben dann eine Klinke eingebaut. Und somit habe ich den mit Löchern in die Türen gekriegt. Und da habe ich gesagt, ne, was baue ich jetzt da an? Also du hast ihn auch komplett immer noch ohne Tür, oder? Ja, na, ich bin bis 2014 bin ich ohne Türgriff gefahren. So, und ich habe ihn dann halt eben... Nee, ich wollte eigentlich gerade nur noch mal die Akustik vorführen, weil es klingt so ein bisschen, wie wenn du beim 964 die Tür zuschmeißt. Ich finde, der klingt irgendwie... Okay. Und einmal... Einmal komplett. Kofferraum auch in Leder. Eine Kuh reingemacht. Mit Basie. Dann aber... Mit Leder Basie. Ja, den hatte ich noch liegen gehabt. Da habe ich gedacht, ach, den können wir auch noch mitmachen. Alter, das ist hier doppelter Boden. Ah, nee, Glas. Das ist mein Tank. Das ist einer von Wartburg. Der hat 42 Liter jetzt Tankvolumen. Und der originale vom Trabant hat ja plus 24. Und somit habe ich gesagt, ich möchte das gerne so bauen, weil viele beledern bloß von unten, damit jeder sieht. Und ich habe gesagt, der ist komplett beledert. Und ich möchte aber ein Sichtfenster, ein beleuchtetes Sichtfenster, dass man wirklich auch auf den gucken kann, dass der auch von oben belehrt ist, komplett belehrt ist. Einen belederten Tank hatten wir bei uns auf dem Channel auf jeden Fall auch noch nicht. Nee. Okay, das heißt aber, das hier ist, das muss ja das eigentliche Bodenblech von der Kompass sein. Das eigentliche Bodenblech, auf dem ist der Tank geschraubt. Also der Boden ist an sich ist ja... Verstehe, also unter dem Tank ist eigentlich das Bodenblech. Genau. Ja, der hatte damals, waren das zwei Kammern und in der Mitte war eine Verschraubplatte und die habe ich halt eben auf das Bodenblech genutzt. Und dann hast du halt eben, jetzt guckt die Hälfte unten raus von dem Tank und die Hälfte guckt im Kofferraum. Ja, Dass man halt eben doch wirklich, das sieht jetzt von hinten aus wie eine Rathausmulde bei den Westautos. Und halt eben jedes Gimmick, alles in vergoldete Schrauben, vergoldete Schlauchschellen. Nee, selbst sowas hier. Ja, hier ist war originales Schloss drin. Was hier denn? Das ist hier die manuelle Verriegelung. So, wenn man hier nämlich den belederten Tankdeckel. Was ich witzig finde, ist, dass du dann das Glasdach reinmachst. Genau. So, ich hätte gedacht, so in diesem Cleaning-Waren ohne Türgriffe und so weiter, würdest du eher sagen, Dach auch clean. Weiß ich nicht, ob man das gerade hingekriegt hätte mit dem Spachtel und alles. Ach so, weil der Original auch immer eine Öffnung hat in dem Dach. Nee, wir müssen doch das spachteln. Ach so, du meinst und das... damit du das nicht siehst im Lackbild. Weil das Kombidach du komplett in sechs Teile gemacht hattest? Das heißt, das ist eigentlich mehr so Mittel zum Zweck gewesen. Dass richtig. Aber ich denke mal, wenn ich den Rest so sehe, hätte ich das schon hinbekommen, oder? Auch ohne? Glaube ich schon. Naja, wenn die Sonne richtig gut steht, dann sieht man halt im Tier, sieht man halt von der anderen Seite eine leichte Schnittkante noch. Mhm. Aber das ist jetzt ja auch ein paar Jahre her schon. Ja, wie gesagt, über die ganzen Jahre ist das alles... Und das Dach ist dann wie... Das Dach liegt... Unter dieser Regenrinne, die kannst du eigentlich auch abmachen. Und wir haben aber so fest ans Auto genietet und dann halt eben verklebt richtig, dass du die nie wieder abkriegst. Das heißt aber, theoretisch könnte man das ganze Dach auch abnehmen. Wenn man die Leiste abmacht, kannst du das Dach dann abnehmen. Also nächste Projekt, Trabi-Kabel. Nein. Ja, da hat bestimmt auch schon mal einer gebaut, ne? Da gibt's ja. Gibt's ja so eine. Gab's zu kaufen? Es gibt fertige Umbauten. Ah, Umbauten, okay. Genau. Ja. Also stelle ich mir eigentlich aus, dann ist halt so richtig Badewanne. Das sieht dann... Wenn das so weg ist... Ja, das ist furchtbar. Furchtbar. So, jetzt wollten wir einmal noch wiegen, ne?
Können wir gerne liegen. Endlich mal wieder ein Auto hier liegen. Oder mal hören. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, ihn anzumachen. Dann können wir nämlich mal ein Auto auf die Wagen drauf fahren. Genau. Was wiegt sowas original? Ich habe, wie gesagt, meine Hausaufgaben habe ich gemacht. Also du musst einmal noch die 964 Tür zu machen. Laut Wikipedia wiegt die Limousine 610 Kilo und der Kombi 650. Mhm. Was schätzt du, was das Auto wiegen würde? Also ich liege so bei 700. Mhm. Weil du darfst nicht vergessen, der große Tank jetzt hinten drin. Ja, ja, plus Überrollkäfig, dann die ganzen MDF-Platten alles drin mit dem Heckausbau. Ja, das Verbreitern. Also ich denke mal. Wenn nicht sogar eher Richtung 57 oder so, ne? Weil so ein paar Kilo kommen ja dann schon immer schnell zusammen. Die Felgen werden ja auch garantiert schwerer sein als diese Original. Ja, das waren ja bloß. Deswegen so, ne? Also das war so mein Tipp, so 700. Mhm, Wobei jetzt, wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich, also das ist jetzt wirklich ein Just-for-Fun-Wiegen, weil eigentlich ist das Gewicht bei dem Auto ja wirklich egal. Weil du wolltest ihn ja genau so haben, wie er da steht, ob der jetzt ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer ist. Das wird nie ein Rennauto werden, das wird nie Viertelmeile-Auto werden. Wie fährt sowas mit 40 PS? Sehr gut. Nee, wirklich. Das ist, aber ist das bei so einem Zweitakter so? Das merkst du sofort. Fährt das wie so einen alten Zweitakter, den man so kennt? Also wie ein Motorrad? Also ist auch wirklich so, reintreten, passiert nichts? Und irgendwann kommt das Ansprechverhalten ist wirklich ganz anders. Also ist bei so einem Auto Zweitaktmotor durch den Hubraum schon deutlich besser. Das merkst du schon. Aber hat der auch so diese Resonanz, wenn das Ding dann auf einmal los will und dreht? Ja, der hat wie bei eurer Autos so sein Wanderturbo einsetzt. Ja, ja. Und so ist das bei ihm auch. Dass du sagst, so ab 2000, 3000 Umdrehung, jetzt merkst du, dass er will. Jetzt kommt der Zweitakter. Das hörst du aber auch. Ja. Also das hörst du sofort am Klang, dass der jetzt seinen Lastbereich hat. Was ist da so, was ist so Rekord auf dem Motor? Weil da wird es ja auch eine Szene für geben, die wahrscheinlich in Richtung 60, 70 PS oder so wahrscheinlich. Nee, das reicht nicht. Also die Bekannten von uns, die fahren ja noch diese alten DDR-Renntrappis in diesen Cup mit und die fahren mit 100. 100 PS? 100 PS. Ja, okay, mit 100 PS muss das dann ja schon wieder... Aber das ist absolute Materialschlacht. Ja, ich wollte gerade sagen, 100 PS aus 600 Kubik Zweitakter, Zweizylinder ist dann auch schon... Also ja. Also die sind zu DDR-Zeiten, sind die schon mit 90 PS gefahren. Dann geht das dann auch irgendwann los, dass es halt einfach auch mal komplett auseinanderfällt, oder? Wer weiß, ob die überhaupt jedes Mal bis über die Ziellinie kommen. Das heißt aber, du tankst gemischt oder hat der eine Ölpumpe dafür? Nee, ich tanke gemischt. Geil. Aber ich Hochleistungsrennöl, das wirst du bestimmt dann nachher auch riechen. Ja, dieses Rizinusöl, was so ein bisschen. Genau, mit Ester. Und dann, was fährt man da so 1:33? Nee, ach, das ist viel zu fettig. Ich fahre 1:70. 1:70. Also original waren bei den ersten Trabis 1:33, bei den späteren dann 1:50. Aber wo wir halt eben den Auspuff dann berechnet haben, alles, haben sie dann gesagt, fahr lieber zwischen 1:70 und 1:100. Mhm. Und ich habe aber jetzt mitgekriegt, dass ich halt mit den 1:70 halt eben am besten hinkomme. So, wir bauen mal kurz die Wagen auf und dann geht's weiter. Vorpumpen. Ja. Vorglühen. Aufmachen. Joke hat er auch noch. Habe ich geschätzt. 708. Nein! Super! Das ist schon gut geschätzt. Ne? Ja. Tank leer oder voll? Mittel? Überhalb. Also war doch gut leicht, finde ich. Ne? So, dafür, was jetzt alles umgebaut wurde. Und was an Material noch drauf war, Spachtel, Masse, genau, alleine etc. Spachtel, diese ganzen Matten, das ganze Leder, da ist ja eine ganze Kuhhaut nur Leder drauf gegangen. Ungefähr. Ich denke ja. Dann ist ja jetzt alles echt Glas. Mhm, stimmt. Das ist gut. Wenn man mal jetzt vom Originalen ausgeht, ja. 610, ja. Geil. 90, 95 Kilo mehr. Vor allem fast perfektes Rennauto. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, was so gleichmäßig auf allen vier Rädern ist. Super. So, dafür, dass die Garage jetzt gerade ja hier nicht gerade ist, über 50% schon. Krass. Ja, mega, mega. Also am meisten geht allerdings mein Herz auf bei dem Geruch und dem Geräusch. Ist aber so. Die Resoblase, das merkst du. Also wenn ich da... Wenn ich da drin, wenn du irgendwann damit in der Nähe Hannover bist, müssen wir unbedingt mal Benni mitnehmen. Das ist bei uns einer, der ist auch durch und durch Zweitakter den ganzen Tag. Ich weiß, wenn der da drin sitzt würde, Benni, wenn du es siehst,
wenn du so in diese Reso-Drehzahl reinkommst und eigentlich gerade denkst, du sitzt auf einer Crosser, fährst aber dann eigentlich in den Trabi, ne? Genau. Na, so ähnlich kann man das vergleichen. Wie ist das hier mit durchdrehenden Rädern? Habe ich noch nie probiert. Nee, also ich meine so, wenn du jetzt erste Gang durchziehst, ist nicht so, dass die dann durchdrehen. Nee, gar nicht. Okay. Nee. Wie gesagt, dritter und vierter Gang ist geändert worden, ja. Aber jetzt ersten und zweiten habe ich alles so gelassen. Ja, ja. Aber ist schon so, dass du aus erster raus Vollgas richtig fährst. Kannst du richtig ordentlich. Wie hoch dreht so ein Ding? Es ist ja ein originaler DDR-Rennsport-Drehzähler so drin, also der dreht bis, also so bis 4,5-5. Ah, okay, ich dachte viel höher sogar eigentlich noch. Nee, weil der dreht jetzt, also ab 5.000 fängt dann schon der orangene und dann ab 6.000 der rote Bereich. Das passt aber auch, dass wir es nur auf der Rolli gesehen haben, das haut dann aber auch hin. Geil. Ja, Christian, ich würde sagen, vielen Dank, dass wir das Schmuckschiff immer wieder vorstellen durften. Vielen Dank für euren Besuch. Weiterhin noch viel Spaß mit dem Auto, genauso viel Leidenschaft und genauso viel Erfolg für den nächsten Jahr, würde ich sagen. Weil wir haben ja gehört, verkauft wird er niemals. Das heißt, wir haben uns schon so ein bisschen ausgetauscht, was man da so vielleicht an dem Fahrzeug mit Carbon und ein paar Modifikationen noch so machen könnte. Ich denke mal, dass wir da uns noch mal kurz schließen. Und ja, wenn ihr das Auto irgendwann mal irgendwo seht, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ihr werdet auf jeden Fall mit einem Grinsen alle davor stehen, weil ihr gerade die Akustik dann im Video auch gehört habt und euch denken könnt, wie wir uns hier gefreut haben. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.